Heidi ho, ihr Sahneschnitten. Ich bin der Flippo mit diesem neuen Video und zwar mit Tramsim München, korrekt? Wir haben noch eine Linie offen, die wir unbedingt uns nochmal ansehen. Die hier seht ihr gerade, die 28. Ohne viel Laberababa und nach diesem peinlichen Intro geht's auch sofort los. 23 hatten wir, 27 hatten wir. 28 hatten wir nicht. Ich will mal sagen, wir fahren vom Scheidplatz. Genau, zum Sendlinger Tor und dann zurück. Ach ja, stimmt, man kann ja das, diese Ultra und Ultra Flur, diese Ulfs. Die kann man jetzt auch hier fahren, ne? Und hier wie die R2.2B, die kannst du jetzt auch zum Beispiel mit Tramsim Wien fahren. Aktuell haben wir 16.18 Uhr. Ja, holla, die Waldfee. Dann machen wir mal auf 16.20 Uhr. Wetter machen wir mal dynamisch. Ja, lass es mal so in Regen. Also wir haben es heute hier 21,6 Grad. Scheiße warm, richtig geil. Aber heute Morgen waren es 0 Grad bis zu minus 1 Grad. Das war, naja. Gut, 28 Sendlinger Tor, Scheidplatz, Sommer. Ja, machen wir mal Frühling. Ist besser. Los geht's. Im Hintergrund hört dann bestimmt auch schon gleich die Straßenbahn, die sich schon aufrüstet für uns. Und nein, die Steuerung habe ich dieses Mal nicht vergessen. Ich bin echt gespannt, wenn man eigene Repaints machen kann. Ne? Diese Straßenbahn kann ich mir richtig schön im BVG-Look vorstellen. Der wäre schon richtig geil. Bin mal gespannt, ob Tramsim Berlin vielleicht mal kommt. Das wäre mal ja geil. Oh, direkt hier. Ne? Shut up and take my money. Tramsim Berlin würde ich ja richtig feiern. Gibt es in der einen Art und Weise schon in Lotus, aber Lotus ist ja eine Sache für sich, ne? Darüber wollen wir jetzt nicht sprechen. Wäre schon geil. Schön mit Berliner Ansagen. Bitte. Und dann bitte, 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 bitte. Ne? Falls View-App das hier sieht, was ich nicht vermute. View-App, bitte. Wenn ihr Tramsim Berlin macht, dann bitte mit Originalansagen von Helga Bayerz. Bitte. Bitte Helga Bayerz. Nicht gegen Philippa Jacke, ne? Aber Helga Bayerz und Inge Ruf sind einfach die Gesichter und Stimmen von Berlin. Da kannst du mir sagen, was du willst. Ach ja, stimmt, wir können ja schon direkt losfahren. Genau, Blinker. Da kannst du echt sagen, was du willst, also. Und der eine, der früher, vor einigen Jahren, so 5 oder 10 Jahren, vielleicht auch sogar, nee. Doch, der früher immer gesagt hat, Zug Naruto, ne? Bei World of Subways Berlin, Volume 2 mit der U7 von Rudo nach Bad, jetzt wollte ich schon nach Bad Schandau sagen, Rathaus Spandau, da hast du ihn noch zwar modifiziert, da hast du auch Helga Bayerz und den Ehen, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt. Das ist schon cool. Ne? Ist jetzt nicht echt, wie er heißt. Er hat auch immer früher gesagt, Zug nach Rudo, Zug nach Ulanstraße und so weiter. Den, Inge Ruf und Helga Bayerz, bitte. Wenn es möglich ist natürlich, ne? Also momentan ist ja Inge Ruf auch schon in Text-to-Speech mit drinnen, ne?
aber es gibt ja noch alte Ansagen, bestimmt im Archiv der BVG. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, da war ja was. Hm? Macht denn der jetzt hin? Nee. Ah, bestimmt wegen der Haltestellenbremse, wa? Ja. Wegen der Haltestellenbremse wartet. Hättest du mir nicht zeigen oder irgendwie sagen können, dass du nicht mitfahren möchtest? Ich habe jetzt echt gedacht, der möchte mitfahren, aber okay. Möchtest du noch mitfahren? Nö. Okay. Ah, ach man. Ist ja wieder die Ampel. Ah, zack. Geh mal rein. Es ist ja das Besondere. Wir wurden erkannt, müssen aber noch warten. Na, wir müssen erwarten, bis ein F kommt oder da oben dieser Kringel. Und dann können wir losfahren. Gedrückt habe ich auf jeden Fall schon mal. Können wir schon mal langsam losrollen? Vielleicht hilft das ja. Ja. Ihr habt's gesehen, das F war da. Müssen wir links rum, geradeaus? Ich weiß es jetzt nicht. Mama, was heißt da? Die Weichen werden für uns gestellt. Ja, nach rechts müssen wir. Nach rechts. Nee. Ja. Und sonst so, Frauen, Kinder? Oh Mann. Sicher, dass wir jetzt hier doch nicht rum müssen? Ich weiß es halt nicht, ne? Vielleicht wäre es doch sinnvoller gewesen, erst vom Scheitplatz oder so zu starten, aber naja. Was willst du machen, wa? Kannst ja nicht machen.
Oh, Leckumio, was wird denn das jetzt hier? Sag mal. Mal kurz gucken. Nee, so ein Teil hat das nicht. Ah, scheiße. Was passiert eigentlich, wenn wir jetzt einfach rüberfahren würden? Ich gucke mal. Ich fahre extra langsam, ne? Man weiß ja nicht, was passiert. Hat geklappt. Okay. Muss man jetzt einfach so mal machen, ehe wir da nicht mehr aus dem Puschen kommen. Ich weiß nicht, ob das nur so bei mir aussieht, aber bei mir ist es irgendwie so richtig, richtig hell. Obwohl die Helligkeit auf 50 gestellt ist, auf die niedrigste Stufe. Und wenn ich mir mal einen Screenshot angucke, dann ist es so, als ob ich fast in die Nacht schaue. Ich weiß so nicht. Und da hinten scheint wohl die Welt nicht zu laden. No way. Ja, jetzt. Boing, boing, boing. Ah, stimmt ja. Einmal. Zack. Jetzt können wir ja wenigstens mal in Petto hier. In Potte. Ja, perfekt. Finde ich ja cool, dass die Tesla-Autos hier, die Fake-Tesla-Autos in dem Spiel, ein E-Kennzeichen haben. Hey, Kollege! Moin! Da wollen wir hin. Na, jetzt ist eh rot. Naja. Wie bei den anderen Linien machen wir die komplette. Und das Video seht ihr dann natürlich auch noch heute. Das Video von, das eigentliche Video, was ich angepriesen oder angekündigt habe, was so 60% kommen sollte. Ja, das hat mir dann im Endeffekt auch nicht mehr so gefallen. Also es hat mir viel Freude bereitet da in dem Moment, ne? Ich hab da viel gelacht und alles. Weiß aber nicht. Das Spiel ist halt sehr leise. Na, während die Einstellung, die ich habe, bei all anderen Spielen richtig gut ist. Man hört es noch richtig gut, aber mich mehr primär, ne? Und das Spiel dann sekundär. Aber in dem Fall war es dann wirklich sehr leise und das hat mir dann nicht mehr so gefallen. Na, mal gucken. Vielleicht entscheide ich dann nochmal sporadisch, ganz spontan, wie wir sind, ob ich es dann dennoch hochlade. Ich weiß es aber noch nicht.
Weichers schon mal gestellt. Wir lassen mal ausrollen mit 1 km/h, 2 km/h, was wir haben. Sieht. Sieht der Typ überhaupt noch, was davor ist? Sieht er das Grün da überhaupt? Bei so vielen Ampeln würde ich noch nicht mal wissen, was da jetzt nun ist. Auch lustig, wie sie hier bei dem Audi 5 Ringe gemacht haben. Oh je. Von der 27 wären wir jetzt hier rumgekommen. Wollte ich mal nur mal angemerkt haben. Weg von der Bahnsteigkante. Jetzt müssen wir ja hier sehr aufpassen. Denn jetzt können ja auch noch mal ein paar Autos kommen. Von hinten. Moin. Und der kleine Stück hätte so runterfahren können. Stell dir die an. Stell dir an, aber nicht doof. Ey. Das Spiel war so schockiert, dass es mal kurz gestoppt hat. Oh Mann. Nordendstraße. Junge, Junge, Junge. Was machen die denn da? Da großartig Gas geben macht keinen Sinn. Ne, er gibt keinen Sinn. Die stehen ja da bis Buxtehude. Oh Mann, ey. Ah, weil sie hier rum müssen, ne? Die müssen da rum. Anders kommen sie nie lang. Entweder links oder rechts. Toll, das kann ja hier ein bisschen dauern, bis wir hier rumkommen. Ist aber irgendwie auch doof gemacht, wa? Und an der anderen Seite kommst du rum, auch mit einem Umweg. Aber hier musst du ja links rum oder rechts rum. Und ihr seht ja, wie lange das dauert. Ui. Ja, soll ich einen Kaffee aufsetzen oder so? Ich meine, das dauert hier bestimmt noch eine Weile. Ui, wo sind... Ah. Okay, dann machen wir mal kurz im Gebäude. Hier, guck mal. Spanische Spezialitäten. Ist doch geil. Können wir reingehen? Können wir kurz mal was schnackseln und dann, ja. Geht's auch hier schon weiter. Irgendwann mal. Oh Mann, ey. Das mega Stau hier. Ich bin mal gespannt, wie es dann am Ende bei euch dann aussieht. Ob das dann richtig dunkel ist oder richtig hell. Wenn ich mir mal das Thumbnail vom letzten Video mal ankicke, dann ist es schon ein bisschen dunkel. Mensch, jetzt fahr doch mal da vorne. Ihr habt keinen Fahrplan einzuhalten. Heißt aber nicht, dass ihr hier warten könnt, bis... Schieß mir tot. Ey, ey, was macht der denn da?
Dieser Ene immer. Junge, Junge. Nerven aus Stall muss man hier haben. Die hat aber ja nicht schon die Augen weit aufgerissen. Hm. Wem könnte ich heute den Tag verderben? Oh, Junge, nee. Huch, war noch ein bisschen dran gesummt. Gucken brauchen wir nicht, aber wo wir gucken müssen, die kommen ja irgendwo aus der Ecke angeschissen. Da hinten, da wo der rote Transporter ist, der kleine Caddy oder was das ist. Schellingstraße. Da kommen sie angeschossen. Oder an die Schissen eher gesagt. Da hinten, da. Da sind sie alle. Muss ja echt aufpassen. Da ist auch keine Ampel und die holen sich ihre Vorfahrt, obwohl sie keine Vorfahrt haben. Tut mir leid. Da jetzt hier. Hier müssen wir aufpassen. Ach ja, auch dahinter. Da siehst du, siehst du, siehst du? Die erzwingen sich ihre Vorfahrt. Der ist ja wenigstens noch stehen geblieben, der Mercedes. Der hat zwar noch kurz überlegt, ne, nehme ich die Vorfahrt oder nehme ich sie nicht, aber ein Glück hat das nicht gemacht. Das wäre nicht gut für ihn ausgegangen. Und, hey, der nimmt aber auch die Kurven wie Michael Schumacher. Oh, Junge. Da hinten ist ja schon der Elisenplatz, ne? Elisenplatz oder irgendwie so war das. Dieser Kreisverkehr mit Straßenbahn. Finde ich cool. Ja. Ich habe zwar ein F, aber jetzt kann ich. Gibt's in Berlin auch. Ist auch geil. Zwar nicht mit Siegessäule dazwischen, ne? Aber auch cool. Kicken wir mal, ob mit der leichten Bremse genau punktgenau gehalten werden kann, aber ich glaube nicht. Ne. Alle Dude, wir haben rot, müssen jetzt eh gerade ein- und ausladen, dann passt es ja. Ja. Ach, da unten, kick mal. Jetzt kommt der Carolinenplatz. Ach, Carolin war das ja nicht, Elisen. Kommt die Otto-Straße, der Karlsplatz. Und da kommt schon das Sendlinger Tor. Paulinenplatz. Tut mir leid. Da halten wir ja vor der Siegessäule. Ein Tier. Einfach verkehrt herum. Ihr könnt noch einen kleinen Moment warten. Ich hätte es schon aufgemacht. Moin. Der hat auch gehupt. War hier klingelt, er gesagt. Boah, was ist denn hier los? Sag mal. Stockt ein bisschen das Spiel heute. Ma, er kann Wohnwagen.
Einblinken in den Kreisverkehr ist ja gesetzlich verboten, aber hier würde ich das mal trotzdem machen. Noch mal ein bisschen Stopp geben und dann hinter der Ampel, genau, da müssen wir halten. Die nehmen wir noch mit. Na siehst du, haben wir es ja gleich geschafft. Und los geht's. Sind wir ja gleich da. Dann mal gucken, wie weit wir dann noch vorankommen und dann... Können wir schon die Rücktour starten? Karlsplatz Schloss. Umstieg zu 4 U5 und zur S-Bahn. Change here for U4, U5 and S-Bahn Services. Ihr habt die Dame gehört. Seht euch mal an, wie viel verkehrt es ist. Ho, ho, ho. Sah das nur so aus oder war da gerade ein rotes und ein blaues Auto vereint? Manche Dinge will man noch gar nicht wissen, wa? Oh Junge. Da hinten ist noch ein Kollege, wa? Aber ich weiß jetzt nicht, ob ein unsere Richtung fährt oder entgegengesetzt, so rum. Na, was ist los? Ah, er kommt in unsere Richtung. Na, das passt ja. Kick mal, kann er im Schwung das auch ja gleich mitnehmen, ne? Kollege. Denk dran, nur 15 hier. Moin. Warum hält er an? Wer weiß. Und grün. Ja, perfekt, Mann. Das ist doch gut. Doppelhaltestelle, ne? Da fahren wir mal bis nach vorne ran und dann kann auch ein anderer Kollege noch mit uns hier an die Haltestelle. Oh, Junge, Junge. FPS-Dropping. Uiuiui. Allererst Mal hier im Spiel. Oh Junge, mal gucken, wie es nachher in der Endaufnahme aussieht. Neustellungszwang. Jupp. Sind wir ja gleich da. Es kommt die Ansage Sendlinger Tor. Change here.
U4, U1, U2, U3 and U6. Endstation. Bitte alle aussteigen. Terminus. All change, please. Dieses Fahrzeug fährt weiter als Linie 27 Richtung Petuelring. Okay. Wir fahren jetzt als 27 weiter? Moin. Oh, ups. Wir können mal die Chance nutzen. Und mal schnell einen Screenshot machen, ne? Stimmt ja, wir haben ja hier immer vorne gehalten. Da steht er doch 34 Meter. Hier ist es doch. Zeig doch. Tack. Und stopp. Nee. Jetzt. Tack. Oh, FPS-Dropping. Was ist denn hier los? Sag mal. Genau, jetzt geht's weiter. 27 nach Petuelring. Ich denke die jetzt wieder ein. Hier ist kein Einstieg, hier ist Ausstieg. Sag mal, habt ihr was gesoffen oder was? Neustellungswang, Olecco Mio. Schnell noch hinterher. Gut, dann fahren wir halt als 27. Im Ernst? Jetzt, wo ich losfahren wollte. Okay. Stimmt, das hatte ich ja bei den ganzen Fahrplanfahrten auch hier. Da war ich erst die 28, dann wurde ich zu 27, jetzt bin ich dann wieder 28 zu 27, aber oh, fahren, ja. Jetzt. Das ist bestimmt 28, ne? Moin. Gut, naja, dann weiß ich Bescheid, wenn wir nochmal die 28 fahren wollen. Karlsplatz Schachs, Umstieg zu 4 U5 und zur S-Bahn. Change here for U4, U5 and S-Bahn Services. Dann fahren wir nächstes Mal von hier vom, na. Ah, wie hieß denn das jetzt nochmal hier? Mensch, wie hieß denn das jetzt hier? Sendlinger Tor. Wollen wir nächstes Mal vom Sendlinger Tor als 28 zurück? Nee, oder fahren als 27 und gucken dann, ob wir als 28 dann zurückfahren. Kann man auch machen. Ja, welche Ampel ist jetzt nun welche, wa? Denk mal, das ist unsere.
Da oben ist ein Schild für 25, das ist gut. Wissen wir ja schon mal Bescheid. Kann es nicht sogar sein, dass wir dann im letzten Video auch, glaube in der ersten Folge auch mit der 27 dann gefahren sind und dann zu 28 wurden am Sendlinger Tor? Da müsste ich echt mal nachgucken, weil dann brauchen wir das nicht machen. Kommt drauf an, wo wir gestartet sind, ne? Hey! Kirschgrün war, Idiot. Ach, da sind wir ja... Nee, doch. Das kann sogar sein, dass wir da auch als 28 gefahren sind. Muss ich mir nochmal angucken, weil dann bräuchte ich das nicht machen. Dann habe ich das schon gemacht und dann wäre es doppelt gemoppelt, ne? Das Einzige, was man machen könnte, man könnte richtig aufrüsten. Also hier im richtigen Expertenmodus oder was das hier schimpft wird. Oh, jetzt haben wir grün. Das ist dafür bestimmt gedacht, hier der Ring. Dass er anzeigt. Aha, kick mal. Du kannst jetzt gleich fahren. Oh, nur Stellungsfang. Los. Los. Nein. Es war noch gelb. Ihr habt's gesehen. Es war noch gelb. Ottostraße. Ja, wir können ja eben ein bisschen langsamer fahren. Ist ja eh gelb. Steht da oben PST? Aha. Schon eine interessante Linienführung hier. Ah, wir können fahren. Das finde ich gut. Dürfen eh nur mit 15, dann machen wir das auch. Boah, was ist denn hier los? Hallo? Geht denn die FPS hier so runter? Und warum stockt das denn hier so? Junge. Unbelievable. Ja, dann müssen wir auch die Weichen stellen. Da kommen auch Störungen vor. Wie zum Beispiel Weichenstörungen etc. pp. Müssen wir, glaube ich, sogar auch hier unten auf Sprechwunsch, glaube ich, gehen, oder? Menü. Ach, Funkmeldung. Ah. Okay, das ist cool. Kann man sich mal alles detailliert mal angucken. Ah, siehst du? Jetzt wollte die Bahn losfahren. Nicht mit Nullstellungswagen. Moin. Na. Hey, sind wir jetzt.
Wollte der Knopf einfach nicht. Wo kommen wir denn da hin? Wenn Knöpfe jetzt verweigern, funktionieren. Sag mal. Wenn wir Glück haben, wenn wir anfahren. Da siehst du, jetzt haben wir Nullstellungsfang. Verstehe ich nicht. Wenn wir jetzt im Schwung noch das Grün mitnehmen, dann ist gut. Dann ist gut. Jetzt so, Feuer frei. Aber die Popolo hier. Ich verstehe immer Pina Colada. Die gab aber nicht einzuwenden. Haltebremsschalter stand da. Man könnte auch einfach nur sagen Haltestellenbremse. Hm? Piep. Na los, mach grün. Simsalabim. Oh. Geklappt. War grün. Oh Mann. Tja. Schellingstraße. Matthias. Moin. Wir haben E-Rot. Sag mal, was ist denn hier los? Mensch, warum stoppt die Scheiße denn so? Alter. Na, jetzt, oh, Baller. Kann vielleicht auch sein, dass gerade ein paar Spiele in der Meinung sind, ein Update zu haben. Allgemein Steam nicht so ganz funktioniert gerade. Kann sein, muss aber nicht. Kann mal gucken, also. Liegt nicht am PC. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Du hast dein Stadtwappen verloren. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Dein Auto ist nicht zugelassen, du Idiot. Ihr blinkt alle nach rechts, obwohl ihr geradeaus fahrt. Seid ihr behindert oder was? Soll ich das doch mal machen oder was? Da kommt ja noch einer, sag mal. Der den Kollegen gar nicht begrüßt war. Hm. Da hinten ist der Himmel. Oh, falscher Alarm. Ihr braucht noch gar nicht hier antanzen. Ey, Kusch. Ihr braucht hier noch gar nicht antanzen. Da vorne ist die Haltestelle. Sag mal. Da vorne. Komm. Lauf. Ja, ja, ja. Lauf noch ein paar Meter. Los. Los, 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 weiter, weiter. Hier dürft ihr einsteigen. Na? Euch schicke ich nachher den Fahrkartenkontrolleur. Was Ungeduldiges. Ne, ne, ne. Zu meiner Zeit, da gab es sowas nicht. Oh Mann. Ja, ausgerechnet jetzt. Wird es rot. Ausgerechnet jetzt. Hm.
Ich sag mal jetzt nicht zum Gangbild. Ich sag jetzt mal nicht dazu. I just call to say. Jetzt fahr doch mal. Ah, siehst du? Manchmal muss man nur ein bisschen schimpfen. Ich glaube, es war nur rot. Oh. Aber irgendwie konnte ich machen, was ich wollte. Er hat keine Notbremse eingelegt. Ach da, guck mal, Fahrernotbremse da vorne. Bei Apotheke? Was steht denn da? Bei Fernlicht da links. Huch. Drei weiße Autos auf unserem Parkplatz. Drei weiße Autos. Die standen so rum. Drei weiße Autos. Die sind vollgeschissen. Zack. Und Feuer. Und immer noch rot. Nee, jetzt ist grün. Siehst du? Manchmal muss man nur ein bisschen meckern. Dann geht das schon. Oh, Kollege. Moin. Oh, ich würde mal gerne bei Regen und so fahren. Ist bestimmt auch geil. So ein Fiat Punto. Da war wieder so ein Seat. Oh, Alter, was ist denn das hier? Junge. Da hinten stehen einfach mal drei Teslas. Vier. Und auch noch sogar in Weiß. Was geht denn da? Lebensmüde. Oh. Wenn wir die 28, könnten wir jetzt rumfahren, aber wir sind ja die 27. Oh. Richtig lebensmüde, kann man dazu nur sagen. Wirklich. Oh Mann. Hier müssen wir nicht halten, das ist noch immer die selbe Haltestelle. U2. Change here for S-Bahn Services to Flughafen Schönefeld. Ah ja. Es ist der BER Airport. Change here. Das Mazda da vorne, der blaue. Noch ein Mazda. Mercedes. Die sollten mal ruhig ein paar neue KI-Autos einfügen. Vielleicht auch ein paar Einsatzfahrzeuge, die hier dann vorbeidüsen, hier links. Weil je nachdem, wo man sich gerade befindet, das wäre mal auch geil. Das, wie bei Omsi, ne? Wo du aus der Ferne so nü hörst und irgendwo kommt dann auch in RTW ein Funkstreifenwagen oder irgendwie so irgendwas, ein Feuerwehrauto oder irgendwie so. Jetzt gibt es auch ganz viele KI-Packs für Omsi. Darunter sind dann auch Rettungswagen und so. Und so ein mögliches auch jetzt mal so Sportwagen wie Lamborghini und so. Neue Autos wie VW und so.
Ja, schon cool, muss man sagen. Ob man sich da tut. Hm. Es gibt ja auch einen blinkt der nach links um. Moin. Ah! Der hat auch geklingelt. Oh, was war denn das jetzt hier? Oh, es regnet. Es regnet. Es regnet. Ja. Ja, ja, ja. Es regnet. Endlich. Aber habt ihr gesehen, wie die Straßenbahn gerade gesprungen ist? Ey, ey. Straßenbahn grün und die haben grün. Was ist denn das für eine Kacke? Soll man die umnieten oder was? Oh Mann, ey. Also das muss ich mir mal angucken, ob das überhaupt noch aufnahmefähig ist. Also so oft wie das hier ganz so doll rumspackt und so, nee. Lecco mio. Guru, 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 drei weiße Tauben auf unserem Dach. Wie ging's weiter? Muss ich mir nochmal anhören, aber da ging's nur so. Drei weiße Tauben und ein Gewehr. Drei weiße Tauben. Ich heiße nicht mehr Guru, 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 Guru. Oh, Junge, Junge. Oh, nee, nee, nee. Die flogen zu hoch. Drei weiße Tauben. Die machten Guru. Drei weiße Tauben. Die scheißen dich zu. Du, 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 du. Scheiße, jetzt habe ich einen Ohrwurm. Oh Mann, ey. Nee. Als was so generell mit Musik zu tun hat. Oh, lecco mio, wirklich. Guru, guru. Warum sind die meisten Autos hier eigentlich weiß? Es gibt so Millionen von Farben, aber ausgerechnet weiß. Jetzt haben wir den Ring und wir dürfen fahren. Da hinten ist aber rot. Ich denke mal, das wird jetzt hier gleich grün. Das war... Ah, das ist ja cool. Der zeigt an, dass wir fahren können. Das war rot, aber das wird dann sofort grün. Das ist ja cool. Jetzt kommt die Ackermannstraße und dann kommt ja noch die Gartenstraße und da kommt der Petrolring. Hm, wir sind gleich da. Das ist jetzt... Oh, das ist ja cool, dass es jetzt anfängt zu regnen. Das ist... Das rot, 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 rot. Upsala. Verzeihung an alle, die gerade einen Milchshake oder so getrunken haben. Der kommt jetzt nochmal hoch, aber doppelt und dreifach umgerührt. Der Oranje-Transport, da ist er. Oh, nö, ich sag nicht. Ich sag nicht. Ich glaube, ich werde schon deppert. Da waren gerade zwei Mercedes, aus dem wurde einer. Irgendwie. Hey! Hey! Ah, Scheiße. Gut. So schnell konnte ich noch nicht mal bremsen und die Taste hier, die funktionierten nicht mal. Gut zu wissen. Hoppala. So auf dem letzten Meter, da, ja, da funktioniert mal wieder gar nicht. Das ist so ganz typisch. Wohlgemerkt kommt eigentlich nie... Dass ein Haltewunsch ist. Komischerweise. Ah, trotzdem steigen sie aus. Keine Ahnung.
Der hat erstmal den Bordstein mitgenommen, der Großmahlzeit. Auto Magnus. Und alle zu ihr parkt. Auch die Einfahrt. Seems legit. Oh, was ist denn jetzt hier los? Die Straßenbahn hat ein komisches Geräusch gemacht. Das gefällt mir gar nicht. Oh, Junge. Ich glaube, die beschleunigt jetzt nicht mehr so richtig. Ich glaube, die ist jetzt ein bisschen ausgenudelt. Drei weiße Tauben, die machten Guru. Oh, Junge. Hey, moin. Moin, Atze. Moin. Ja, da hinten ist es ja auch schon, ne? Marie lassen. Oh, kick mal da hinten. Oh. Hä? Ich glaube, this is not meant to see. Ich hätte das nicht sehen sollen. It is not meant to see. Miep. Na los. Mach grün. Mach grün. Da hinten ist unsere Endstation. Da müssen wir hin. Ja, danke. Jetzt. Dürfen wir endlich. Fast eine Stunde. Boah. Weg da unten. 16.20 Uhr sind wir los. Jetzt ist 17.15 Uhr. Uiuiui. Hat das gehört? Die macht komische Geräusche gerade. Selbst die Ansage funktioniert nicht mehr. Was ist denn hier los, Alter? 10 dürfen wir nur noch. Ne. Wir müssen ja hier halten, wenn wir jetzt weiterfahren würden, würden wir gleich wieder als 27 zurückfahren. Das, ja, siehst du? Da steht er doch schon. Richtung Sendlinger Hoa. Richtung Sendlinger Tor. Der jetzt hier Feierabend ist, können wir ja schon mal hier zumachen. Das habe ich mal manuell gemacht. Höhö. Machen wir hier schon mal dicht und ich würde mal sagen, war es doch natürlich heute mal wieder. War eine interessante Fahrt mit ein bisschen Regen, viel Chaos und blub, die Enes durch den Brunnen gefallen. Ganz normaler Münchner Alltag. Oh Junge. Paris, Athen, auf Wiedersehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal.